Recht herzlich willkommen hier zum Pöll-TV Energieratgeber, liebe Zuschauer. Und Strom wird unser Thema sein. Strom ist mit Sicherheit auch bei Ihnen zu Hause, sicherlich im familiären Umfeld, aber wahrscheinlich auch in Ihrem Freundeskreis ein riesengroßes Thema. Denn Strom ist unverschämt teuer. Aktuell ist er unverschämt teuer. Und so wie man das vielen Experten entnehmen darf, sicherlich wird er auch in der Zukunft noch unverschämt teuer sein. Deswegen setzen viele auf das Thema Photovoltaik, auf das Thema Solarenergie. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Varianten von sogenannten Photovoltaikanlagen. Wir werden Ihnen gleich eine spezielle Variante zeigen. Denn auch Stromsicherheit ist neben horrenden Stromkosten für viele unserer Kunden ein ganz entscheidendes Thema. Ich persönlich habe im letzten Jahr 2 Stromausfälle erlebt. Und kann Ihnen da ein Liedchen von singen. Das ist bestimmt nicht angenehm. Deswegen möchten wir Ihnen gerne Solar-Hybrid-Systeme anbieten, die Ihnen die Möglichkeit geben, zum einen bares Geld zu sparen, weil Sie Ihren eigenen Strom produzieren. Und da Sie hier mit einer solchen Anlage Ihren eigenen Stromkreis produzieren oder Ihren eigenen Stromkreis aufbauen, machen Sie sich zu einem Großteil unabhängig von dem, was da aus der Steckdose kommt, wenn mal nichts mehr aus der Steckdose kommt. 2 verschiedene Systeme werden wir Ihnen zeigen. Fangen wir mit einem großen System an und steigern uns dann zu einem richtig großen System. Also man muss wirklich sagen, das ist eine respektable Anlage, die Sie hier bekommen. Was Sie bekommen, sind 6 dieser Solarpanel. Die sind so ja knapp 2 Quadratmeter groß jedes. Und diesen ja, Solar-Hybrid-Inverter, was das ist, erkläre ich Ihnen gleich. Aber erstmal, es macht wirklich Sinn, hier die Sonne einzufangen, das Tageslicht einzufangen und damit seinen eigenen Strom zu produzieren, eben aufgrund der horrenden Energiekosten. Aber eben, wie du eben auch so schön gesagt hast, hier sich ein bisschen unabhängig zu machen, ja, auch wenn draußen alles kaputt geht. Wir haben hier wirklich eine Insellösung, eine sogenannte Off-Grid-Lösung. Das ist der Fachausdruck. Off-Grid bedeutet vom Netz getrennt. Wie wird das aufgebaut? Sie bauen diese 6 Solarpanel, die übrigens so eine Fläche von knapp 11 Quadratmeter haben, ja, irgendwo auf. Die müssen auch nicht zusammenstehen. Hier haben wir die mal auf so einen Carport drauf montiert. Perfekte Stelle dafür, finde ich. Ne? Wirklich eine perfekte Stelle. Das, ja, können Sie sogar selber machen, wenn Sie sich das zutrauen. Die werden dann auch einfach nur zusammengesteckt und dann geht ein Kabel hier zu unserem Hybridinverter. Das ist dieser blau-weiße Kasten. Mhm. Und jetzt denkt man so, ja, der Kasten ist ja ganz hübsch, aber das ist im Prinzip das Herzstück der Anlage. Ja. Weil der managt die ganze Energie für Sie. Hybrid bedeutet, der kann verschiedene Stromquellen verarbeiten. Zuerst natürlich die Solarzellen. Klar, der Strom ist umsonst. Den kann ich einfach einbinden hier. Dann haben wir, und das kommt jetzt unten gleich, einen Energiespeicher, einen externen Akku. Das heißt, der Strom, den ich nicht benutze, der wird hier gespeichert und steht mir dann 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Die Akkus, die wir Ihnen gleich noch zeigen, haben auch ordentlich Kapazität, dass Sie damit also wirklich schon mal einen ganzen Stromkreis den ganzen Tag über schmeißen können, sage ich mal. Dann als nächste Energiequelle, falls die Akkus mal alle sein sollten. Und die Kapazität dieser Akkus ist wirklich überzeugend. Da brauchen Sie wahrscheinlich gar keinen weiteren. Aber als weitere Energiequelle hätten wir dann noch einen, ja, einen Inverter, Generator. Einen Generator, einen klassischen, ja, wenn damit, Sie möchten. Damit ist man komplett unabhängig, weil ich habe erst den Solarstrom, dann meinen gespeicherten Strom und dann sogar noch den, ja, Generator dranhängen oder den Generator oder den Strom Anbieter dann eben, aber erst dann, und das ist in den seltensten Fällen der Fall, die Anlage hier selber, Sie sehen das, jedes dieser Solarpanel ist sehr groß, liefert Ihnen bis zu 380 Watt. 6 Stück davon, da sind wir bei über 2,2 Kilowatt. So viel Strom wird hier dauernd produziert. Und der Strom, den Sie nicht benutzen, 2,2 Kilowatt, die ganze Zeit kommen, werden dann eben in den Speichern gespeichert. Ja. Die können Sie eben variabel da aufbauen noch und dann erst der teure Strom vom Energieversorger bzw. die Komplettlösung. Das Schöne ist, dass wir Ihnen hier natürlich eine Anlage anbieten können, die eben fernab Ihres Stromkreises funktioniert, ja, weil Sie sich Ihren eigenen Stromkreis aufbauen werden. Unser Tipp wäre da an dieser Stelle, dass Sie nicht im Angebot enthalten. Holen Sie sich im nächsten Baumarkt ganz einfach so eine Art Verteilerbuchse. Die kosten dort ungefähr 50, 60 Euro je nach Anbieter. Und nutzen Sie diese Stromquelle. In unserem Fall ist die blau gekennzeichnet. Das können auch andere Farben sein. Einfache Faustformel, der Strom aus der blauen Steckdose ist um ein Vielfaches günstiger als der aus der weißen Steckdose bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer. Ein richtig gutes System, wird sehr stark angenommen. Die Panels TÜV geprüft, patentierte Fullscreen-Technologie mit allem Schnipp und Schnapp. Der Inverter ebenfalls Premium-Qualität und das ganze Paket, übrigens auch Porto und Versand kostenfrei bei den Kollegen von pöll.de für deutlich über 2.000 Euro, bei uns für knapp 1.800 Euro ab Lager lieferbar.
und sogar noch ohne Speditionskosten bis direkt vor Ihre Haustür geliefert innerhalb der nächsten 2 bis 3 Werktage. Und das Wetter wird langsam wieder, sodass man sich da mal ein schönes Projekt mal auf die Fahne schreiben könnte, um die ersten Sonnenstrahlen mitzunehmen jetzt im Frühjahr. MW 1012 und die 569. Ingo hat von Speichern gesprochen und auch die möchten wir Ihnen gerne dazu anbieten. Ja, hier sind die optimalen Speicher für diese Anlage. Und zwar haben wir hier ein Zweierpack davon. Das sind sogenannte Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus. Beste Akkutechnologie, tausende von Ladezyklen. Und jeder dieser Akkus hat 1280 Wattstunden. Das ist eine ganze Menge. Zwei davon dann eben entsprechend mehr Akkukapazität. Sie haben ein Batterie-Management-System dabei. Da brauchen Sie sich um gar nichts zu kümmern. Die sind absolut wartungsfrei. Mhm. Bei anderen Batterien muss man mal sehen, oh, die muss ich mal 80% geladen halten oder 20. Keiner weiß es so genau. Das macht die hier ganz alleine. Und Sie haben das gesehen, tausende von Ladezyklen, tausende von Malen an. Voll geladen, tausende von Mal komplett leer geladen. Das funktioniert hiermit alles ohne nennenswerten Kapazitätsverlust. Die passt hervorragend zu dieser Anlage, würde ich am besten gleich mitbestellen. Und das machen ungefähr 9 von 10 Kunden, bestellen die Akkutechnologie gleich mit dazu, weil sie einfach maßgeschneidert ist auf das erste System, was wir Ihnen angeboten haben. Sie werden jahrelang Freude haben. Der Hersteller gibt hier alleine Lebensdauer von ungefähr 10 Jahren an. Mhm. Also ich glaube, das ist eine Investition und wirklich in Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Strombereich. 630 Euro und ein paar gequetschte für das komplette Zweierset Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus. Auch die ab Lager lieferbar mit der MW 1060 und die 569. Und in der Summe beides zusammen haben Sie hier eine wirklich respektable Anlage, die Ihnen in der Spitze bis zu fast 2,3 kW an Strom pro Stunde servieren kann. Und gerade jetzt ins Frühjahr hinein, wir merken langsam, werden die Tage etwas länger. Uns zieht es schon wieder ein Stück weit nach draußen. Da möchte man vielleicht dann doch rechtzeitig in diesem Jahr, wenn Sie es im letzten Jahr schon nicht gemacht haben, auf den Zug Photovoltaik mit aufspringen. Das war System Nummer 1. Und natürlich gibt es das Ganze auch noch mal eine Etage größer. Und jetzt sehen Sie, stehen wir hier vor einem, ja, nehmen wir mal vor einem Gerüst sozusagen, eine perfekte Grundlage für das große Photovoltaiksystem im Solarhybridbereich. Ja, wir haben jetzt eine größere Anlage, Sie kriegen größere Solarpanel, dadurch auch mehr Leistung natürlich. Die nächsten Solarpanel, wir holen die gleich rein, wir haben 550 Watt jedes, 6 Stück davon sind sie über 3,3 kW, die ganze Zeit immer reinfließen in Ihren Stromkreis, den Sie separat erzeugen. Wir sind ein Berater, wir sind hier im Energieberater, da wollen wir Ihnen auch mal zeigen, wie einfach der Eigenanteil, was Sie selber dabei machen können, ist. Wir haben jetzt hier dieses Holzgerüst, das ist ganz einfach aus ein paar, aus ein paar Dachlatten, aus ein paar Vierkanthölzern zusammengeschraubt. Ja. Sehr stabil, jawohl, oder? Ja. Sieht aus wie so ein Piratenkapitän. Ja, ja, ja. Also das ist wirklich eine Sache, das kann man mal sehr selber machen. Sonne. Schönes Projekt übrigens, so eine Solaranlage selber zu bauen, gibt einem dann auch noch mal ein besonderes Gefühl. Genau, können Sie schon mal gucken, wo steht denn die Sonne? Ja. Diese Lösung nennt sich aufgeständert. Das ist eine Lösung, die sehr, sehr viele Leute auch wählen. Also viel mehr als Dach oder Balkon oder sonst irgendwas, dieses Aufgeständerte. Weil das natürlich nicht viel Platz wegnimmt, aber trotzdem dann perfekt die Sonne einfangen kann. Wollen wir mal eins der Solarpanel holen? Holen wir uns mal so ein Solarpanel. Lassen wir Diana mal Pirat sein für einen kurzen Moment und holen uns mal eins der insgesamt 6 Panel. Ja. 2,30 Meter ungefähr in der Höhe und 1,15 Meter, sind wir 14, 15 in der Breite. 6 Stück davon bekommen Sie von uns, macht eine Fläche von ungefähr 15 Quadratmeter, oder? Ja, so knapp 16. Ich möchte es einmal ganz kurz umdrehen, weil wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter schon. Wenn Sie das angebracht haben, diese Solarpanel, was Sie tun müssen dann, ist einfach diese Stecker, du hast da einen bei dir, rausgucken. Ja. Ich habe hier auch einen. Die stecken Sie ganz einfach aneinander. Dieses Solarpanel ans nächste, dann das wieder ans nächste ranmachen mit diesem Stecker. Da kann man überhaupt nichts falsch machen. Dann sind die verbunden. Das ist viel, viel Arbeit, die Sie selber schon erledigen können, die also wirklich nicht zu kompliziert ist. Stellen wir es mal auf unsere aufgeständerte Lösung. Ja. Bist du wieder rum? Noch einmal ich gedreht, ich gehe nach links. Du gehst nach links, ich gehe auch nach links. Also Sie merken schon, für eine Person alleine, wenn Sie sich das zutrauen, bitteschön, aber ich empfehle Ihnen da vielleicht mal irgendwie so den Schwiegersohn zu holen oder einen Sportkumpel oder was oder vielleicht mal den Nachbarn dazu zu holen. Ein Stückchen zu dir müssten wir, glaube ich, noch, sonst bin ich hier in der Nordstück. Perfekt. So ist gut, ne? Ja, so komme ich mit. Jawohl. So, das haben wir jetzt hier raufgelegt. Sieht gut aus, Diana, ne? Ja, ja, aber ich würde noch ein bisschen hier ein paar Millimeter. Natürlich müssen wir das auch noch festschrauben. Und Sie sehen schon, ich habe hier einen
perfekten Akkuschrauber dabei. Den habe ich hier an der Gürtelschnalle. Auch den zeigen wir Ihnen gleich noch. Und dann nehmen Sie einfach Schrauben, nehmen diese Halterung ganz, ganz einfach damit an diese, ja, an diese Latte hier ranschrauben. Diese Halterung zeigen wir Ihnen später auch noch. Das sind unsere sogenannten Z-Halterungen. Die sind maßgeschneidert auf unsere Panels. Perfekt. Und da kriegen Sie im Set immer vier Stück. Kann ich einen machen? Diese Panels hier sind vom Rahmen her ein bisschen vorgebohrt. Das heißt, diese Halterungen passen also wirklich wie die Faust aufs Auge quasi auf dieses Panel drauf. Und das ist optimal für diese Panels ausgerichtet. Das ist natürlich jetzt erstmal ein Panel, klar. Und so könnte man das mit den 6 Panels insgesamt weiter voranführen. Hoppala. Ja, aber das, wir wollen Ihnen mal zeigen, dass das also wirklich machbar ist. Und wenn Sie sowas selber zusammenbauen, sich selber so eine aufgeständerte Lösung hier zusammenbauen, haben Sie ein ganz anderes Gefühl für die Solaranlage. Sie haben die zusammengesteckt, verstehen das alles besser und können dann, wenn Ihr Nachbar sagt, ja, ich habe ja so eine Solaranlage schon seit 2 Jahren. Jetzt hast du auch eine. Wie hast du das gemacht? Welchen Energieberater hattest du? Welche Firma hast du gemacht? Sag ich, habe ich alles selber gemacht. Ja. Das ist für einen Mann ein schönes Projekt, finde ich. Und vor allen Dingen verstehst du die Anlage dann besser. Du weißt, wo die Kabel liegen, du hast vielleicht Anschlüsse und so weiter auch selber gemacht. Ganz ehrlich, mir ist sowas immer lieber. Weißt du, wenn ich das einen Fachmann machen lasse, dann muss ich bei jeder Kleinigkeit immer gleich jemanden anrufen, der mir hilft. Ja. Der kommt dann in 3 Wochen, wenn er den nächsten Termin frei hat, wenn ich so eine Anlage selber zusammenbaue, dann weiß ich, wie sie tickt und wie es funktioniert und kann mir im Notfall dann eben auch mal selber helfen. Wobei ich sagen muss, einmal installiert ist das komplette System weitestgehend wartungsfrei. Und Sie sehen das, es gibt in Deutschland diese unsägliche Regel, dass Solarpanel in der Regel nicht größer als knapp 2 Quadratmeter sein dürfen, exakt 2 Quadratmeter, damit man sie auf einem Dach platzieren kann. Diese haben etwas mehr Fläche als 2 Quadratmeter, dementsprechend auch mehr Solarenergieaufnahmekapazität. Und deswegen kann man sie ganz einfach auf einem Hausdach nicht montieren. Das darf man in Deutschland nicht. Und deswegen wählen viele unserer Kunden diese aufgeständerte Lösung. Das ist jetzt unser Beitrag dazu. Andere sind da auch noch ein bisschen kreativer gewesen, wie wir hier mal sehr schön sehen können. Ja, das sind tolle Beispiele. Also man sieht es ja auch, wenn man mal so durch die Gegend fährt, wie die Leute ihre Solarpanel angebracht haben. Ja. Nochmal, die müssen nicht alle beieinander stehen. Wir können 2 dahin, 2 dahin, je nachdem, wo sie Platz haben. Aber wenn sie den Platz haben, machen sie das einfach mal. Es ist ein schönes Projekt, wie gesagt, und gibt ihnen ein ganz anderes Gefühl zu dieser von ihnen aufgebauten Solarpanel. Hier sind die 6 Solarpanel mal alle zusammen. Fläche von knapp 16 Quadratmetern, wie gesagt. Das Prinzip ist genau das gleiche. Sie haben den Inverter dabei, den Hybrid-Inverter, der jetzt die Stromquellen nacheinander logisch abgreift. Also zuerst die Solarpanel, dann die Batterien, die zeigen wir Ihnen auch gleich nochmal. Und erst dann einen Generator. Mit dem Generator haben Sie eine völlige Insellösung. Sie könnten da auf einer Südseeinsel ohne Stromversorgung sein. Sie sind hier Ihr eigener Stromproduzent. Und nochmal, der Strom kostet nichts. Das ist der ganz, ganz große Grund, warum viele Leute zugreifen. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Wir sagen das immer so ein bisschen lapidar daher. Sie können also wirklich irgendwo auf einer einsamen Berghütte leben und dieses System bei sich zu Hause installieren. Die 6 Panels plus den Inverter und so eine Verteilersteckdose. Im besten Fall natürlich noch die Speicher mit dazu. Du willst ja 100% des selbstgewonnenen Stroms ausnutzen. Dann machen Sie sich völlig unabhängig vom Versorger. Selbst wenn mal ein Stromausfall kommt, wissen Sie ganz genau, mein System arbeitet weiter. Denn bei vielen Systemen heutzutage ist es so, dass die auf den Netzstrom angewiesen sind, weil eben auch ein Inverter mit einer gewissen Spannung betrieben werden muss. Und dafür brauchen diese Inverter den Strom, der in der Regel also auch vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt wird. Nicht viel, aber er braucht eben diesen Strom. Dieses System arbeitet völlig autark. Das heißt, Sie sind hier nicht nur in der Lage, ihren eigenen Strom zu produzieren, sondern sind auch völlig unabhängig, ob da Strom aus der Steckdose kommt oder nicht. Bis das der Fall ist, produzieren Sie hier fast bis zu 3,3 kW pro Stunde. Und das ist eine ganze Menge. Selbstverständlich zeigen wir ja noch die passenden Speicher dazu. Ja? Das ist eine ganze Menge. Es ist wirklich eine respektable Solaranlage. Und jetzt gucken Sie sich mal unseren Preis an. Man weiß das vielleicht von Bekannten, was die für Solaranlagen, die so auf dem Dach montiert werden, bezahlt haben. Da ist man schnell im mittleren 5-stelligen Bereich. Ja. Unsere hier, schauen Sie sich den Preis an, ist der Wahnsinn, wie viel Leistung Sie hier bekommen. Wenn Sie die selber installieren, den letzten Schritt, hier den Stromkreis hier dann tatsächlich an diesen Hybridinverter anzuschließen, nehmen Sie bitte einen Elektriker zur Hand. Aber sonst kann man das alles selber machen. Und genau so ist es. Wir haben einen Preis bei den Kollegen von Pöll.de von etwas mehr als 2.600 Euro. Wir sind bei uns bei 2.250. Ich runde das Ganze mal entsprechend auf. Das heißt, wir haben 250 Euro Ersparnis, Quatsch, 350 Euro Ersparnis an dieser Stelle. Und das ist alleine schon bei der Anschaffung ein enormer Preisvorteil für Sie. Mhm. Was glauben Sie, was Sie sparen werden, was Sie sparen können?
wenn Sie jetzt rechtzeitig in diesem Jahr mal auf diesen Solarzug aufspringen. Wie gesagt, im letzten Jahr hat sicherlich der ein oder andere bedauert beim Blick auf die aktuelle Stromabrechnung. In diesem Jahr heißt es in vielen Haushalten, wir müssen reagieren. Da tut sich nichts am Ende des Tunnels. Der Strom kennt nur noch eine Richtung, geht immer weiter nach oben. Wir haben einen ordentlichen Verbrauch, den können wir nicht mehr senken. Deswegen produzieren wir unseren Strom doch ganz einfach selber. Und so eine Anlage hat sich natürlich auch bei den Strompreisen, so absurd wie es klingt, relativ schnell dann wieder gerechnet. Die MW1011 und die 569, auch hier bitte wichtig zu wissen, TÜV geprüft und vor allen Dingen keinerlei Speditionskosten. Der Preis, den Sie gesehen haben, ist der Endpreis für das komplette System, für die Solarpanel, den Inverter und natürlich auch die passende Kabellage. Was nicht mit dabei ist, sind die Speicher. Und da haben wir zwei verschiedene Speicher für Sie. Unter anderem meinen Lieblingsspeicher für die Wandmontage. Den finde ich in dieser Kombination zum Solarhybrid-Inverter ganz fantastisch. Ja, der wird ganz einfach daneben gehängt. Und dann haben Sie hier mit diesem Speicher eine enorme Kapazität von 4,8 Kilowattstunden. Ich habe mal meine Stromrechnung durchgeguckt, die Jahresrechnung. Ich liege tatsächlich unter 3 Kilowattstunden am Tag, die ich so brauche. Ja. Ich könnte meinen Haushalt komplett mit so einer Anlage mit Strom versorgen. Im Moment zahle ich so 100, 120 Euro im Monat für Strom. Da sehen Sie mal, wie schnell sich sowas dann auch refinanziert hat. Es macht Spaß. Es ist natürlich umwelttechnisch sehr, sehr gut, weil Sie weder CO2 verursachen. Es ist absolut grüner Strom, aber wirtschaftlich muss man langsam mal dran denken. So und wir hoffen, wir können Ihnen klar machen, wie einfach das ist. Ja, Sie müssen sich das wirklich nur bestellen und zusammenstecken. Den letzten Schritt, wie gesagt, vom Elektriker. Über 6000 Ladezyklen, sagt der Hersteller, Wahnsinn, haben Sie hier ohne jeglichen Kapazitätsverlust. Das ist anders als bei den Lithium-Ionen-Akkus, die viele natürlich hier von der Unterhaltungselektronik kennen, das heißt von Handys und dergleichen. Da weiß man, da lässt die Kapazität dann relativ schnell auch nach im Laufe von ein, zwei Jahren, also bis sie 6000 Ladezyklen hinter sich haben, wird da sicherlich das ein oder andere Jahr ins Land gehen. Also das ist wirklich eine Investition in die Zukunft, vor allem zum 100%igen Ausnutzen des eigenen Solarstroms. Und nochmal, die Tage werden jetzt schon wieder länger. Man merkt das jetzt schon wieder. Das heißt, das Frühjahr steht in den Startlöchern. Wegen mir sehr, sehr gerne. Und da möchte man die ersten Sonnenstrahlen doch entsprechend ausnutzen. Modell Nummer 1 hat die MW1130 und die 569 natürlich auch ab Lager lieferbar, Porto und Versand kostenfrei und eine super Ergänzung zum System. Modell Nummer 2 ist ein Akku zur sogenannten Rack-Montage. Ja. Rack ist ein Regal, oder? Rack ist ein Regal. Es finden immer mehr englische Wörter den Einzug in unsere schöne deutsche Sprache. Aber es heißt im Prinzip Regal. Sieht ein bisschen so aus wie so ein alter Hi-Fi-Verstärker. So muss ich das ungefähr vorstellen, auch von der Größe. Der hat jetzt eine Kapazität von über 5 Kilowattstunden. Nochmal, bei mir, ich liege etwas unter 3 Kilowattstunden, die ich am Tag brauche. Single-Haushalt hier in Dassel. Damit kann man seinen Strom den ganzen Tag selber erzeugen. Alles, was man braucht. Auch hier wieder tausende von Ladezyklen. Also wirklich, da haben Sie 10, 20 und vielleicht mehr Jahre Freude dran. Moderne Akkutechnologie, Batteriemanagementsystem, all diese Sachen sind hier drin. Der wird auch nur ganz einfach an den Hybridinverter angeschlossen und dann steht Ihnen dieser Strom 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Sie können hier sogar bis zu 15 parallel schalten. Damit steigern Sie das nochmal enorm. Also gucken Sie mal auf Ihre Rechnung, wie viele Kilowattstunden Sie so am Tag brauchen und holen sich die entsprechende Anzahl von Speichern. Extra zyklenfest, sagt der Hersteller. Über 7000 Ladezyklen. Ja. Ohne nennenswerten Kapazitätsverlust und einmal installiert. Das sind mehr als 20 Jahre, wenn du das jeden Tag voll und leer machst. Ne? Also wenn ich etwas kaufe für 20 Jahre, dann weiß ich ganz genau, da spare ich richtig Geld mit. In spätestens 2-3 Jahren habe ich schon ganz vergessen, was ich eigentlich bezahlt habe für das komplette System und spare immer noch, egal ob wir 20 Cent pro Kilowattstunde oder 1,50 Euro pro Kilowattstunde bezahlen. Lachen Sie nicht. Zukunftsmusik, ja, aber möglich ist mittlerweile, glaube ich, alles. MW1205. Und die 569 ist dafür die passende Bestellnummer. Wir haben Ihnen die entsprechenden Solarpanel-Halterungen eben schon mal gezeigt. Reden wir noch mal kurz drüber. Das ist ein Vierer-Set. Ich brauche ein Set pro Panel. Ne? Du brauchst ein Set pro Panel. Kostet also wirklich auch sehr, sehr wenig. Das ist wetterfestes Aluminium. Das heißt, das ist auch in 10 Jahren, sieht das noch genauso schick aus, wird nicht brüchig und gar nichts. Die Anbringung ist kinderleicht. Sie haben das hier eben gesehen. Unsere Solarpanel sind vorgebohrt für diese Halterung. Die sind perfekt dafür gemacht. Ein Set brauchen Sie pro Solarpanel. Die halten dann Windgeschwindigkeiten von über 110 Stundenkilometern stand. Boah.
Das ist ein ordentlicher, orkanartiger Sturm. Ich habe nachgeguckt. Das ist wirklich so, dass die dann auch sicher angebracht sind. Sie kaufen hier Qualität, wirklich gute Qualität. So sichern Sie sicher, dass das eben auch viele, viele Jahre Bestand hat. Und darum geht es uns eben. Sie möchten nicht irgendetwas kaufen. Sie möchten nicht einfach nur auf den Zug aufspringen und sagen, ich habe jetzt auch mal eine Solaranlage da stehen. Wenn Sie investieren, und es ist gutes Geld, wovon wir hier gerade sprechen, dann investieren Sie bitte in Top-Qualität und genau die bieten wir Ihnen an. Der TÜV hat sich davon überzeugt, für mich persönlich immer ein Top-Qualitätsmerkmal, wenn der TÜV ein Siegel draufsetzt. Das ist hier bei unseren Anlagen entsprechend der Fall. Alles auf viele, viele Jahre ausgelegt. Und einen Großteil davon kann man, wie Ingo das richtig sagt, auch gerne dann mal selber machen. Apropos selber machen, wenn Sie sich jetzt so eine Solaranlage zusammenbauen möchten oder grundsätzlich mal ein bisschen was heim- oder handwerken zu Hause, dann brauchen Sie mir sicher mal einen vernünftigen Akkuschrauber, im besten Fall einen Akkubohrschrauber, mit dem Sie nicht nur Löcher bohren, sondern auch entsprechend gut schrauben können. Und ich hatte Ihnen Ingo und haben auch Diana eben schon gesehen. Hm. Funktioniert bei beiden Geschlechtern hervorragend, ne? Ja, ich finde den einfach super, weil er sehr, sehr stark ist. Gucken Sie mal, den können Sie hier ganz einfach an der Gürtel, am Gürtel tragen. Das heißt, Sie haben beide Hände frei und wenn Sie den brauchen, holen Sie ihn ganz einfach raus. Diana, du hast dir den auch gekauft, als du umgezogen bist. Ja, ich glaube, vor 4 oder 5 Jahren habe ich den gekauft und ich bin super glücklich. Ich hab schon gesehen, ich kann da super arbeiten mit diesem Zeug. Ja. Wirklich Qualität. Ich habe schon andere gesehen, auch im Baumarkt. Die kosten viel, viel mehr und bin nicht sicher, ob die haben auch solche guten Qualität wie diesen. Super mit Akkufunktion. Also ich kann nur weiterempfehlen, ich bin super zufrieden. 50 Newtonmeter und das ist das, worauf es ankommt. Wenn Sie eine Schraube haben, die schwer reingeht und wenn die dann, je weiter sie drin ist, noch schwerer reingeht, brauchen Sie einen Akkuschrauber, auf den Sie sich verlassen können. Mit der Kraft geht das. Die haben, habe ich heute gelesen, ich glaube, es war im Spiegel, haben sie jetzt Akkuschrauber getestet. Da war unserer nicht dabei. Aber was die als größten Mangel immer hatten, war, dass sie ja schön aussehen und alles. Aber wenn es hart auf hart kommt, machen die... Das wird ihnen bei dem nicht passieren. Das stufenlos einstellbar natürlich. Das geht auch nicht wirklich gut. Ja. Der hier hat eine ordentliche Newtonmeter-Anzahl. Kann man auch einstellen, so dass man die Schraube eben nicht so tief ins Material eintreibt. Das heißt, hier die Drehmomentvorwahl hat man hier. 15 verschiedene Stufen. Plus die entsprechende Bohrfunktion, übrigens auch 2 Gänge, etwas langsamer von der Drehzahl, etwas schneller zum Bohren. Da ist aber nicht an alles gedacht bei dem Teil. Ne? Also von der Technik her nochmal unglaublich stark. Sie können alles variabel einstellen. Hier magnetischen Bithalter ist vorne mit dran. Schnellverschluss hier vorne, das ist nicht mehr dieses komische T-Stück, was man immer verliert. Hier, das ist aus Metall, sehr, sehr wichtig, weil da haken viele auch dran. Sie kriegen den Akku übrigens mit dazu und eine Ladestation. Ist auch nicht normal, schon gar nicht für den Preis. Ich bin absolut begeistert von dem und für einen vergleichbaren müsste man im Baumarkt hier mit Sicherheit über 200 Euro ausgeben. Ist ein super Deal hier. Diana hat ihn selber seit Jahren. Und wenn Sie mal einen guten Akkuschrauber haben, dann werden Sie das richtig zu schätzen wissen. Ich habe mal bei mir zu Hause, haben wir so Rigipsplatten an der Decke angebracht im Keller. Ja. Alter, Stahlbeton. Da willst du aber einen richtigen Akkuschrauber haben, so über Kopf oder so. Ja. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Also gehört in jedem Werkzeugkeller hier ganz, ganz einfach hier unseren Akkuschrauber am besten gleich mit dazu bestellen. Wir sind eine Ratgebersendung, damit lässt sich das alles fantastisch hier an so einem Gestell anbauen. Also den Rat müssen wir Ihnen geben, also wenn Sie das richtige Werkzeug haben, geht vieles ganz einfach leichter von der Hand. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, immer dann, wenn Diana hier quasi auslöst, kommt gleichzeitig auch nochmal so ein Arbeitslicht dazu, im leichten Winkel, genau dort geht das Licht hin, wo Sie quasi dann die Schraube reindrehen. Sie haben eine Akkustandsanzeige, also wirklich ein perfektes Material mal für einen überschaubaren Taler an dieser Stelle mit Akku logischerweise ausgestattet, mit Schnellladesystem und so weiter. Alles komplett mit dabei und das liegt hier bei uns bei knapp 124 Euro. Das ist ein Spitzenangebot. Auch unabhängig von der Solaranlage empfehle ich Ihnen mal einen vernünftigen Akkuschrauber immer zu Hause zu haben. Der kann nicht nur schrauben, sondern auch noch bohren. Was man natürlich noch braucht, achso, Bestellnummer ist die ZX1420 und die 569, bevor ich es vergesse. Aber natürlich braucht man für einen Akkuschrauber und auch für einen Akkubohrschrauber noch ein bisschen Zubehör. Und da haben wir mal ein schönes Köfferchen zusammengestellt. Ja, also das passt jetzt natürlich super in die Sendung, weil Sie mit diesem Bit- und Bohrer-Set tatsächlich alles bohren und alles schrauben können, was Ihnen jemals vor die Bohrmaschine oder Ihren Akkuschrauber kommt. Schauen Sie sich das mal an.
Das sind 204 Teile. Da ist wirklich an alles gedacht. Wir haben Holzbohrer, Metallbohrer, Betonbohrer, die langen Bohrer, mit denen man auch mal Wanddurchbrüche machen kann. Wir haben Abstandshalter, wir haben unglaublich viele Bits in allen Größen und das Ganze fantastisch ordentlich untergebracht und beschriftet. Sie kennen das vielleicht. Vielleicht haben Sie ein paar Bohrer zu Hause, die liegen alle in irgendeiner Kiste und dann sucht man den 7,5er Bohrer. Ja. Ist der das? Nee, da muss man das immer lesen. Schauen Sie mal hier, ich mache den mal auf. Es ist wirklich, das ist hier der Koffer, in dem alles drin ist. Und jetzt machen wir den mal auf hier. Du mal hier, da brauchst du fast zwei Hände für, um das alles, alles zu zeigen. Schauen Sie mal, wie ordentlich und gut das alles gemacht ist. Alles, ich finde das toll, dass alles beschriftet ist hier. Sogar hier kann man mal reinhalten, den Dübel, welche Größe hat das. Ja. Es ist einfach ein fantastisches Set, was in keinem Haushalt fehlen dürfte. Ich habe auch so ein Set. Ich war seitdem nie wieder im Baumarkt, um mir irgendwas für meine Bohrmaschine oder meinen Akkuschrauber zu holen. Das Schöne ist, dass Sie gerade auch bei den Holzbohrern und so weiter, die man gerne mal nutzt, um vorzubohren, damit sich das Holz eben nicht spaltet, wenn Sie eine Schraube reindrehen, dass Sie da gerade bei den kleinen Größen, die 1er, 2er, 3er und so weiter, nicht mehrere zur Verfügung haben, weil die auch gerne mal brechen. Die sind einen Millimeter stark oder was, hat nichts mit der Qualität zu tun, sondern einfach nur mit dem Durchmesser quasi des Bohrers. Und damit Sie da nicht gleich wieder losgehen und sagen, Mensch, das ist mir gerade auch noch der kleinste da durchgebrochen, haben Sie gleich zwei, drei Stück davon. Auch hier mal die vernünftigen Lochfräser beispielsweise, auch um ganz einfach mal einen Türspion in eine Tür reinzubekommen. Da brauchen Sie ein vernünftiges Loch in ein Stück Holz. Das können Sie damit machen, das sieht sauber aus. Wenn Sie mal Kabel verlegen möchten, beispielsweise von einem Fernsehregal, mal vernünftig verstaut hinterm Schrank, dann müssen Sie irgendwie durch die Rückwand durch oder durch die Seitenwand durch. Dann können Sie damit mal entsprechende und vor allen Dingen saubere Arbeiten vornehmen. Also summa summarum, der Akkuschrauber mit dem entsprechenden Bit- und Bohrerset macht schon wirklich Sinn. Und jetzt gucken wir uns bitte auch mal das Preisgefüge an. Wir reden hier von insgesamt 204 Teilen. Das sind 57 Bits, Chrom, Vanadium, Werkzeugstahl. Da haben wir noch 135 Bohrer und noch an anderer Stelle ein bisschen Zubehör mit dazu. Super verstaut und vor allen Dingen auch super beschriftet für alle Gelegenheiten. Ich weiß es, wenn man in den Baumarkt geht und sich so ein 5er-Set Bohrer alleine, wenn man es in einer vernünftigen Qualität holt, bist du schon 15 Euro los. Mit Sicherheit. Ja. Hier hast du 204 Teile. Es ist wirklich so, seit ich das habe, war ich nie wieder im Baumarkt, um einen Bohrer, ein Bit, irgendwas zu kaufen, was mit an meine Bohrmaschine rankommt. Hier hat man alles dabei, auch diese Außensechskant, weißt du? Die Steckschlüssel hier, wunderbar. Ja. Da bist du normalerweise mit einem Schraubenschlüssel an der Hand, bis du den gefunden hast. Hier ist alles drin. Fantastisch. Mhm. So, das für keine 48 Euro. Also das ist wirklich mal ein Spitzenangebot. Haben wir schon etliche hunderte Male verkauft in den letzten Monaten. Das wissen unsere Kunden zu schätzen. PE 47, 42 und die 569. Und manchmal braucht man einfach im Haushalt mal eine vernünftige Leiter. Und Sie wissen, Leiter ist nicht gleich Leiter. Klar gibt es die billigen Aluminium-Dinger irgendwo mal in den günstigen Baumärkten, aber wenn, dann möchten Sie doch bitte was Richtiges kaufen. Etwas, was auch was aushält und was vor allen Dingen eine gewisse Sicherheit verspricht. Sicher und ist genau ganz, sowas ganz haben wir richtig. Hier, ne? Schauen Sie mal, wie flach die ist. Ah, super. Die passt mal eben hinter die Tür, die passt mal eben zwischen zwei Schränke. Die kann man im Wohnbereich lassen, muss nicht eine Leiter aus dem Keller holen, wenn man mal einen Schrank oben will, Vorhänge abnehmen will oder eine Solaranlage bauen will. Mhm. Ganz, ganz tolles hier aus richtig Stahl gemacht. Das ist richtig stabil. Hält bis zu 150 Kilo. Weißt du, das ist auch so eine Sache. Jetzt wiegt man vielleicht keine 150 Kilo, hat aber noch Werkzeug, was man dabei haben will. Kannst du einfach raufschreiben. Du hast auch den absolut sicheren Tritt hier mit dieser Gummierung. Hier kannst du dich auch festhalten. Ja? Kannst dich festhalten. Fest, rutschfest, rutschgehemmt, sagt man. Ja, selbst mit diesen Gummisohlen jetzt hier von den den Sneakern. So, du komm bist jetzt hier. Von dem Bild, bis zum Knie im Bild. Der Carsten ist ganz schön groß geworden. Ja, ja. Ich bin so kopflos heute, merkst du das? Mensch, Carsten, bist du groß geworden. Ich wollte schon immer hoch hinaus. Das ist übrigens auch rutschfest durch die Füße da unten. Also auch wenn Sie mal auf einem Fliesenboden stehen, auf Laminat, Parkett oder auch mal PVC, das rutscht Ihnen nicht wirklich weg. Und zusammenklappen lässt sich die Leiter auch nicht so einfach. Ja, das heißt, sie klappt sich nicht von selber zusammen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weißt du, das ist ja auch ein Sicherheitsrisiko, wenn du da draufstehst und dann fällt die unter dir zusammen. 150 Kilo hält die, kann man ganz, ganz einfach mal mit Werkzeug holen. Lass dir mal helfen. Nein, ich habe das schon gemacht. Ja. Da ist ein kleiner Nippel, den man zur Seite tut und dann ist sie wieder zusammengeklappt. Kann man in jedem Haushalt, natürlich braucht man sowas in jedem Haushalt, wenn man Vorhänge machen will, wenn man an irgendeinen Schrank hinten ran will, ganz oben. Oder hier natürlich in unserer Ratgebersendung für die Solarpanel. Diana legt wieder unsere Leiter zusammen. Holen Sie sich die Leiter, ist super Qualität, bis zu 150 Kilo.
Ist eine Kindersicherung. So, ich glaube, damit haben Sie einiges gesehen, was Ihnen definitiv auf das Portemonnaie gehen wird, beziehungsweise Ihr Portemonnaie entlasten wird. Jetzt mal Tacheles und ganz einfach mal Spaß beiseite. Die Strompreise gehen durch die Decke, die Stromsicherheit ist alles andere als gewährleistet. Und mit so einem System, egal ob mit Modell Nummer 1 oder 2, sind Sie ganz einfach auf der sicheren Seite. Greifen Sie zu und nutzen Sie die ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr aus. Viel Spaß damit.